Die größte mitteldeutsche Berufsorientierungsmesse öffnete am Mittwoch und am Donnerstag zum 21. Mal ihre Pforten. In der Erfurter Messehalle konnten die zukünftigen Schulabgänger anhand eines vielfältigen Angebotes von Ausbildungs- und Studienplätzen mit den Firmen den ersten Kontakt aufbauen. Auch die berufsbildende Schule St. Elisabeth war vertreten. Wir bilden Sozialassistenten, Erzieher und Altenpfleger aus. Das ist alles frei bei unserer Schule möglich. Und wenn man Erzieher werden möchte, was ganz viele ja in letzter Zeit vorhaben, braucht man die Sozialassistentenausbildung davor. Die ist auch, wie schon erwähnt, bei unserer Schule möglich. Und dann kann man die 2 Jahre machen und kann dann in den Erzieher, also in die Erzieherausbildung einsteigen. Auch bilden wir Altenpfleger aus, da sind diese aber noch in einem Heim angestellt, so dass das ein komplett duales System ist, dass sie mal in der Schule sind und mal in der Praxiseinrichtung. Ja, bei uns gibt es auch ein recht geringes Schulgeld von 35 Euro im Monat, was auch sehr machbar ist und ja, sich komplett lohnt. Es sind bei uns in der Schule schon Bewerbungen für den Sozialassistenten und Erzieher eingegangen, aber es sind trotzdem immer noch Bewerbungsstellen frei, sodass man sich gerne bewerben kann. Die Schüler bekamen auch die Möglichkeit, sich an einigen Ständen auszuprobieren. Wie zum Beispiel durfte man löten, seinen Freunden die Finger lackieren oder die Haare frisieren. Auch konnte man an Experimenten teilnehmen.